Mit Kindern zu Hause richtig lernen. Das ist ein Thema, das alle Familien betrifft. Denn fast alle Eltern helfen ihren Kindern bei den Hausaufgaben oder bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Wie sie das richtig machen und was sie dabei bedenken sollten, erkläre ich in dieser kleinen Präsentation. Mein Name ist Uta Reimann-Höhn und ich bin Diplompädagogin. Mit Kindern lernen. Diese Fragen möchte ich klären in dieser Präsentation. Was ist Lernen und wann lernen Kinder überhaupt? Warum sind gerade Eltern für die Lernhaltung ihrer Kinder so wichtig? Wie kann Lernen zu Hause besonders bei den Hausaufgaben gelingen? Was sollten Sie über die Lerntypen wissen? Und natürlich, was fördert denn die Lernmotivation Ihres Kindes und was stört sie? Ich werde dazu auch die aktuellen Ergebnisse der Lernforschung heranziehen und Ihnen zeigen, wie Sie diese Erkenntnisse für sich umsetzen können. Was ist Lernen eigentlich? Kinder lernen immer. Es ist ein aktiver Prozess, der aber quasi von selbst läuft. Vom ersten Atemzug an lernen Kinder, Wichtiges wird gespeichert und ausgebaut und Unwichtiges wird gelöscht. Bereits bei der Geburt besitzt der Säugling 100 Milliarden Neuronen. Das kindliche Gehirn entwickelt sich rasant weiter und vervierfacht sein Gewicht durch eine enorme Zunahme der Verbindungen zwischen den Neuronen, den sogenannten Synapsen. Je mehr positive Rückmeldung ein Kind bekommt und je mehr Anregungen es erhält, und zwar in jedem Alter, desto lustvoller wird es seine Lebensumwelt erkunden. Das kann man beim Säugling sehen, beim Kleinkind, aber auch beim Schulkind. Was bedeutet eigentlich das Lernen eines Schulkindes? Das Lernen teilt sich in drei Bereiche auf: die Schule, die Freizeit und der Bereich zu Hause. Das Lernen in der Schule können Eltern kaum beeinflussen. Sie sind ja im Unterricht nicht dabei. Und sie haben auch auf die Lehrpläne und auf die Vorgehensweise der Lehrer wenig Einfluss. Das Lernen zu Hause können sie aber schon beeinflussen. Hausaufgaben machen, das Einüben bestimmter Fertigkeiten wie einmal eins aufsagen, Vokabeln lernen oder lesen und die Vorbereitung von Klassenarbeiten werden in vielen Fällen von den Eltern begleitet. Welche Form des gemeinsamen Lernens ist für die Kinder am besten? Wann zeigen sie die größten Lernerfolge? Das Lernen zu Hause kann man in vier verschiedene Bereiche aufteilen, die sich positiv auf den Lernerfolg auswirken. Diese vier Bereiche sind die Ausgangslernhaltung, also die Stimmung, der Arbeitsplatz, die Arbeitszeit und die Arbeitsinhalte. Auf alle diese Punkte haben Sie Einfluss und sollten Sie auch Einfluss nehmen, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind einen Lernerfolg hat. Zuerst einmal die Lernstimmung. Es ist wichtig, dass Ihr Kind seine Grundbedürfnisse gestillt hat, wenn es mit dem Lernen beginnt. Also, Hunger und Durst sind kontraproduktiv. Wer die ganze Zeit Durst hat, kann sich schlecht auf die Lerninhalte konzentrieren. Auch bei Erschöpfung ist es nicht einfach zu lernen. Wenn Ihr Kind also nach der Schule oder nach dem Sport oder nach dem Essen, wann immer Sie mit ihm lernen, sehr erschöpft wirkt, dann sollten Sie erstmal eine kleine Pause einlegen. Ihr Kind muss sich erholen. Auch belastende Ereignisse sind nicht gut, weil sie die Lernmotivation überlagern. Besprechen Sie die Themen des Tages, die Ereignisse, sodass Ihr Kind sich wieder auf das Lernen konzentrieren kann. Wichtig ist auch ein guter Arbeitsplatz. Dabei ist es eigentlich egal, ob der im Kinderzimmer, im Wohnzimmer oder in der Küche ist. Er sollte ruhig sein, hell und freundlich. Tageslicht wäre natürlich am besten. Es ist auch schön, wenn alle Materialien direkt verfügbar sind, wenn Ihr Kind nicht erst lange suchen muss, weil es irgendein Buch oder ein Heft nicht findet. Dann kann es gleich mit dem Lernen anfangen. Und frische Luft ist auch sehr gut für die Konzentration. Das ist die Arbeitszeit. Da sollten Sie darauf achten, es nicht direkt nach dem Essen zu machen, also Hausaufgaben oder für die Klassenarbeit lernen, 15 bis 30 Minuten nach einer Mahlzeit, weil der Körper noch mit der Verdauung des Essens beschäftigt ist. Und auch aufregende Ereignisse lagern sich über das Gelernte hinüber, wenn sie zu schnell nach dem Lernen geschehen.
Also, wenn Ihr Kind ein spannendes Videospiel spielen möchte, dann sollte es nach dem Lernen erstmal 15 bis 30 Minuten Pause machen, damit sich der Lernstoff verankern kann und dann kann es das Spiel spielen. Der zeitliche Rahmen ist für die Kinder auch immer sehr wichtig. Sie müssen von vornherein wissen, wie lange sitze ich jetzt hier eigentlich, wie lange mache ich jetzt eigentlich Hausaufgaben. Dazu gibt es Richtlinien. In Klasse 1 und 2 sollten die Hausaufgaben nicht länger als 30 Minuten dauern, in Klasse 3 und 4 nicht länger als 60 Minuten, in Klasse 5 und 6 nicht länger als 90 Minuten und ab der 7. Klasse dürfen es auch ruhig mal 2 Stunden oder mehr sein. Es handelt sich dabei um Richtlinien, also um kein Recht der Kinder, sondern es sind Richtlinien und die können auch mal über- oder unterschritten werden. Die Arbeitsinhalte. Ihr Kind sollte, bevor es mit den Hausaufgaben beginnt, genau festlegen, was es denn eigentlich macht. Also ins Hausaufgabenheft gucken und einen Plan machen, was jetzt eigentlich für diesen Nachmittag, für diesen Tag anliegt. Es sollte auch klar sein, sind es Hausaufgaben oder ist es vorbereitendes Lernen, vielleicht für eine Klassenarbeit. Das sind unterschiedliche Dinge. Die Hausaufgaben müssen erledigt werden und unter Umständen muss auch noch eine Klassenarbeit vorbereitet werden. Dann erhöht sich natürlich die Lernzeit. Das sollte Ihr Kind vorher wissen. Bitte nicht im Laufe der Hausaufgaben oder der Lernzeit dauernd mit neuen Aufgaben kommen. Das ist für Kinder sehr demotivierend. Sie sollten wissen, okay, ich mache jetzt von 16 bis 17 Uhr Hausaufgaben und dann ist aber auch gut. Danach kann ich was anderes machen. Bei den Hausaufgaben ist es schon sinnvoll, auch die Reihenfolge zu beachten. Um in die Lernhaltung hineinzukommen, ist eine kleine Aufwärmübung sinnvoll. Eine kleine Knobelaufgabe, da finden Sie bestimmt was, eine kleine Rechenaufgabe oder vielleicht auch eine kleine gymnastische Übung, um sich ein bisschen warm zu machen. Dann sollten schriftliche und mündliche Aufgaben im Wechsel gemacht werden. Also vielleicht muss ein kleiner Bericht geschrieben werden und dann Vokabeln abgefragt werden. Beginnen Sie mit etwas Einfachem, damit Ihr Kind gleich ein Erfolgserlebnis hat und nicht frustriert wird. Wenn es die Matheaufgaben schnell ausgerechnet hat, hat es das Gefühl, von diesem Hausaufgabenberg schon einen großen Teil geschafft zu haben. Und dann kann es mit dem nächsten Teil besser beginnen, dann ist es einfach motivierter. Versuchen Sie auch, sprachliche und mathematische Bereiche im Wechsel zu machen, damit es abwechslungsreicher wird und nicht langweilig. Also den Bericht, dann vielleicht eine Textaufgabe, danach vielleicht Vokabeln abhören. Sie sollten Ihr Kind stets am Anfang die Hausaufgaben selber strukturieren lassen. Das gelingt vielleicht am Anfang noch nicht so gut, aber mit der Zeit kann Ihr Kind das ganz gut machen. Nehmen Sie sich diese 5 Minuten und besprechen Sie gemeinsam, wie die Hausaufgaben, in welcher Reihenfolge die Hausaufgaben gemacht werden. Danach sollte Ihr Kind dann aber selbst arbeiten. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Hausaufgaben bei Ihrem Kind? Hat es damit Probleme? Läuft es gut? Ich habe mal die gesamten Hausaufgaben ein bisschen in kleine Unterbereiche unterteilt und bitte Sie, diese Fragen in Bezug auf Ihr Kind ehrlich zu beantworten. Sie können dann ganz genau sehen, an welchem Punkt es vielleicht noch Probleme gibt. Beginnt Ihr Kind meistens zügig mit den Hausaufgaben? Weiß Ihr Kind in der Regel, was es als Hausaufgaben aufhat oder muss es ständig irgendwelche Freunde anrufen? Hält sich die Arbeitszeit für die Hausaufgaben in Grenzen, also liegt sie ungefähr im Rahmen der Richtwerte? Versteht Ihr Kind die Hausaufgaben fast immer? Hausaufgaben sind nämlich eine Wiederholung des Unterrichtsstoffs. Es ist nichts Neues. Kann Ihr Kind die meisten Hausaufgaben ohne Hilfe weitgehend fehlerfrei lösen oder ruft es ständig nach Ihnen? Arbeitet Ihr Kind konzentriert und lässt es sich nicht leicht ablenken? Das merkt man natürlich an der Zeit, die Kinder für die Hausaufgaben benötigen. Kinder, die sich leicht ablenken lassen, sitzen oft ewig an ihrem Schreibtisch. Ist es Ihrem Kind wichtig, dass es gute Hausaufgaben in der Schule vorzeigen kann? Ist es stolz auf seine Arbeit? Ist Ihr Kind so ordentlich, dass es die notwendigen Materialien alleine findet? Kann Ihr Kind eine Weile alleine in seinem Zimmer oder im Wohnzimmer oder in der Küche arbeiten? Und vergisst Ihr Kind selten Hausaufgaben? Je mehr Fragen Sie mit Ja beantwortet haben, desto besser. Jedes Nein sollten Sie sich genau ansehen
und überlegen, wie Sie diesen speziellen Punkt mit Ihrem Kind gemeinsam verbessern könnten. Aber langsam. Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Kostenlose Lerntipps, auch zu den Hausaufgaben, aber auch zu vielen anderen schulischen Themen, bekommen Sie auf meiner Internetseite www.lernförderung.de oder auf unserem YouTube-Kanal Lernförderung, natürlich vollkommen kostenlos. Jetzt schauen wir uns noch einmal die Ergebnisse der Wissenschaft an, die untersucht haben, was die Lernmotivation von Kindern wirklich fördert. Dabei sind 4 Punkte von der Wissenschaft herausgefunden worden, die sich sehr positiv auf den Lernerfolg von Kindern auswirken. Das ist erstens die emotionale Unterstützung des Kindes. Zeigen Sie Interesse an schulischen Belangen Ihres Kindes. Vermitteln Sie Ihrem Kind das Gefühl, dass es akzeptiert und wertgeschätzt wird. Trösten Sie es bei Misserfolgen, denn Ihr Kind ist selber traurig darüber, und machen Sie ihm Mut für das nächste Mal. Punkt Nummer 2 ist die Hilfe zur Selbstständigkeit. Ermutigen Sie Ihr Kind dazu, Probleme selber zu lösen, Aufgaben erstmal selber zu bearbeiten. Geben Sie ihm nicht super kleinschrittige Anweisungen, sondern versuchen Sie, großzügig zu denken. Ihr Kind muss Schritt für Schritt lernen, dass es immer erstmal selber probiert, Aufgaben zu lösen, bevor es sich Hilfe von anderen holt. Kinder mögen auch Struktur, transparente Regeln und Standards. Wenn Sie also einen festen Arbeitsplatz haben, eine gleichbleibende Arbeitszeit, dann fällt es Ihnen viel, viel leichter, Ihre Hausaufgaben auch regelmäßig zu machen, und Sie diskutieren nicht jedes Mal neu, wann Sie anfangen und wie lange Sie arbeiten müssen. Zu viele Wahlmöglichkeiten überfordern Kinder. Und leistungsorientierter Druck ist auch nicht sinnvoll. Wenn Kinder unter Druck stehen, dann können sie nicht mehr gut lernen. Deshalb ist es auch schwierig, mit Belohnungen oder Bestrafungen zu arbeiten. Besser ist es, die Leistungen der Kinder anzuerkennen. Wenn also ein Kind seine Hausaufgaben macht, 30 Minuten, 60 Minuten am Schreibtisch sitzt, dann ist das ein Lob wert, wenn es konzentriert arbeitet. Und es ist gar nicht so wichtig, was für eine Note es darauf bekommt oder welche Note es in der nächsten Klassenarbeit schreibt. Denn ein Kind muss lernen, dass sich Anstrengung lohnt. Und wenn Kinder sich immer wieder anstrengen, dann werden sich auch irgendwann ganz sicher die Noten verbessern. Wie lernt Ihr Kind am besten? Jedes Kind lernt nämlich anders. Und die Fachleute dafür, das sind die Eltern, die wissen, wie Ihr Kind tickt. Bieten Sie den Lernstoff passend für Ihr Kind an. Es gibt 4 verschiedene Lerntypen, die entweder über die Augen, über die Ohren, in Kombination mit Bewegung oder auf einer kommunikativen Ebene am besten lernen. Es gibt aber auch Kombinationen. Manche Kinder haben keinen Schwerpunkt, die lernen in allen 4 Kanälen gleich gut. Manche Kinder spezialisieren sich auf 2 Kanäle. Es gibt aber auch viele Kinder, die besonders gut über die Augen lernen oder über die Ohren lernen oder eben im Gespräch mit anderen oder in Verbindung mit Bewegung. Auf meiner Internetseite www.lernförderung.de können Sie sich den großen Lerntyp-Test downloaden. Sie erhalten dort eine Auswertung darüber, welcher Lerntyp Ihr Kind ist, und wertvolle Lerntipps für die unterschiedlichen Lerntypen. Kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie sich den Lerntyp-Test an. Zusammenfassung: Lernen zu Hause. Das Lernen zu Hause ist für Kinder ein zentraler Bestandteil ihres Wissensaufbaus. Sensible Eltern tragen viel zum Lernerfolg ihres Kindes bei. Lernort, Lernzeit, Lerninhalte und Lernmotivation sind maßgeblich am Lernerfolg beteiligt. Lerntypgerechtes Lernen ist effektiv und spart Zeit. Es macht also Sinn, herauszufinden, welcher Lerntyp das eigene Kind ist. Ich bedanke mich vielfach für Ihr Interesse. Mehr Informationen bekommen Sie auf meiner Internetseite www.lernförderung.de, per E-Mail unter info@lernförderung.de oder in unserem YouTube-Kanal Lernförderung. Ihre Uta Reimann-Höhn.